dreimal bin ich insgesamt aufgewacht. Um 3 Uhr sogar, jetzt so weit, dass ich aufstand und mich noch einmal ins Feuer setzte und es nochmal mit den Resten des Holzes befeuerte. Außerdem hatte die Gruppe diese Nacht einen Verlust zu beklagen. Kai, der die Nacht kaum geschlafen hatte, weil er mit Feuchtigkeit, meinem Gesäge und Hagenrückenproblemen zu kämpfen hatte, baute etwa gegen 4 Uhr sein Zelt ab und verschwand fluchend in die Dunkelheit. Wie wir später am Tag erfahren haben, ist er wohlbehalten in Bingen angekommen und konnte sich dort im ortsansässigen Bäcker ordentlich den Wanz vollschlagen. Der Weg führte uns in kreisförmigen Bahnen dem Tal auf den Berg hoch und um die Burgruine herum. An einer Stelle oben auf dem Berg kamen wir an einer keltischen Siedlung vorbei, genauer gesagt an einem Nachbau einer solchen Siedlung. Ich kannte solche Siedlungen schon vorher, da ich, wie zum Beispiel im schleswig-holsteinischen Walsgard, schon einmal in einer ähnlichen Siedlung, allerdings aus der Wikingerzeit, übernachtet hatte. Musik.
wahrscheinlich recht. Auf den letzten 7, 8 Kilometern hatten wir dann noch einmal zwei richtig harte Anstiege. Einer zu einem Schloss, das leider verschlossen war und nicht einmal eine Gastronomie besaß, was uns aufgrund des Wassermangels nicht sonderlich gut gefallen hatte. Und einer mit einer, vorsichtig ausgedrückt, 20 Grad Steigung, geschätzt, zu einer Burgruine hoch, die wir dann aber auch nicht besuchen konnten, weil auch diese leider geschlossen war. Danach war das dann mit den Steigerungen Gott sei Dank vorbei. Die
letzten paar Kilometer ging es dann zum Schluss nur noch bergab und führten in die Stadt Kirin hinein, den Hahnenbach entlang. Ja, jetzt mal ohne Mikro. Angekommen sind wir am Ende des Sohnwaldsteigs. Scheiße anstrengend. Ich bin wirklich alle. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut noch mal bei den anderen mit auf den Kanälen vorbei. Und die haben nämlich auch Videos gemacht. Also alle bis auf Soulboy. Den könnt ihr auch bei Pinguins finden. Da habt ihr dann seine Videos drauf. Und Fotos und alles drum und dran. Ist eine Menge geworden, also lohnt sich da mal reinzugucken. Ja, ich verabschiede mich damit jetzt hier von euch und hoffe irgendwie auf ein kühles Bier, was zu essen und oder Abend eine schöne Dusche. Die brauche ich dringend. Haut rein, ciao.